Guten Morgen! Wir müssen arbeiten. Es ist der heilige Samstag vor dem Ostersonntag. Wir sind vollgepackt, weil der Florian gesagt hat, ich muss heute etwas tun, damit ich in Zukunft kacken kann. Das bedeutet, wir bauen heute hoffentlich fertig, Trockentrenntoilette fertig. Ja, bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Ich werde immer gesteinigt und verprügelt. Er hat eine Mütze. Moin! Schön, dass er wieder dabei sein. Er sieht auf den Fotos immer aus wie ein, wie heißen denn diese Dinger von ARD und ZDF? Darf man das sagen? Meinst du? ARD und ZDF. Ja, wir fangen mal an. Den haben wir bei diesem Gewinnspiel gewonnen vom BVCD Campingland Deutschland. Ja, Camping im eigenen Land, aber sicher. Und die hatten bei Instagram eine total nette Story. Und in dieser Story ging es darum, dass Deutschland ja sich ein bisschen abhängt aufgrund von Corona und Camping, weil wir ja auch alle komplett eng an eng stehen und trotzdem nicht campen dürfen. Das ist wundervoll. Also man merkt die Ironie. Auf jeden Fall haben die diesen wundervollen Klodeckel, der jetzt hoffentlich nicht runterfällt, verlost. Und wie man, das ist voll gut, das ist jetzt Zauberei. Einmal hier großes Loch und einmal kleines Loch. Voll gut. Also nochmal, Finger rein. Einmal großes Loch, kleines Loch. Ja, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Das ist natürlich für uns und den Umbau hier der Trockentrenntoilette mega cool, weil so hat man immer gleich das Pipi-Loch und auch das große. Also eigentlich ist das ja ein Kindereinsatz, hier total geil gelöst mit diesem Magnetverschluss. Ich finde das richtig gut. Ja. Und der hat sogar Softclose, glaube ich, oder? Ach nee, das hat er erst, wenn es festgeschraubt ist. Dann hat er auch Softclose und das finde ich richtig gut. Ja, und derweil, bevor wir den natürlich einsetzen können, sind wir jetzt da dran, wie sagt man denn dazu? Ich habe schon wieder vergessen. Den Trockentoiletteneinsatz? Nee, das hat nicht separat. Wie heißt denn das? Das ist der Hersteller. Das ist witzig. Den Mischer nicht. Den Trenneinsatz? Den Trenneinsatz. Den Trenneinsatz, genau. Du meinst dieses elegante Ding? Ja, ja, genau. Der Trenneinsatz von Separé. Ja. Den wir im großen Paket gekauft haben. Wundervoll. Mit diesem Kanister für Urin und diesem Klodeckel und diesem wundervollen Schlauch und allem drum und dran. Und ihr kommt nicht drauf, was wir nicht brauchen. Den Urinkanister brauchen wir nicht. Den Deckel brauchen wir nicht. Wir benutzen den Schlauch und den Trenneinsatz. Waren natürlich schon wieder Lehrgelder dabei. Ja. Wir haben jetzt unseren Grauwassertank umgebaut und auch getrennt und wir nutzen den jetzt auch gleichzeitig für den Urin. Nicht gemeinsam natürlich. Ja. Wir haben nämlich zwei und dementsprechend ja, haben wir schon Löcher gebohrt und so. Das seht ihr aber auch alles in dem Zeitraffer. Ja. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter, damit das nicht ganz so duselig aussieht. Und ja, viel Spaß beim Zeitraffer und es kommt ja auf jeden Fall noch ein Outro.
kommen diese Pillenschrauben dazu. Oh, Entschuldigung. Aua! Hat voll weh. Du bist zu schnell, das kann man nicht fokussieren. Du musst dich der Videogeschichte anpassen. Also wir müssen da drunter eine Unterlegscheibe, so einen halben Millimeter Platz machen. Und drunter. Hier zwischenlegen. Also wenn ich die so hinstelle und wir schrauben die dann fest, dann hast du dahinter die Lücke, die brauchst du. Ja, ist gut. Aber wegen der Schraube meinst du jetzt Unterlegscheibe? Nee, damit wir ein kleines Stück höher kommen. So schleift es noch, wenn ich es klappe. Wo schleift es denn? Mit der Ecke. Hörst du doch. Hier, die Kante schleift immer. Das heißt, wenn wir eine Unterlegscheibe zwischen Holz und Dings legen, bevor wir es schrauben, dann ist es gut. Und es ist eine gute Idee mit den Scharnieren, oder? Aber die Schrauben sind zu lang. Das ist auch eigentlich für massive Möbel gedacht, ne? Das ist doch massiv. Wenn du da drauf sitzen kannst, ist das massiv, ja. Das ist ja nicht nett. Immer. Guck, die schon raus und das sind die kurzen, die mitgeliefert wurden. Oh, ich kann gar nicht sehen, ich muss meinen Arm lang machen. Kann ich noch einen Arm lang? Ja, hier. Corona-Abstand. ja, was ist der Zwischenstand? Wir müssen mal hinten und an der Seite einen halben Zentimeter ungefähr Luft lassen, damit du es aufklemmen kannst. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also, glaube ich zumindest. So. Das war auf jeden Fall der Test dafür. Der Klodeckel, Trenneinsatz, das Wort haben wir gelernt. Ist übrigens hier ganz witzig, ne? Ich glaube, das habe ich schon mal im letzten Video gesagt, weiß ich nicht. Hier kann man das nochmal so, das finde ich ganz gut, kann man das mal sauber machen. Vor allem ganz gut. Wieso? Warum hast du eigentlich so eine komische Leuchtemütze auf? Ist bestimmt von der Feuerwehr. Nee, muss ich dich enttäuschen. Nee. Okay. Ist aus dem Bau- und Jagdbereich. Achso, damit man sieht, bevor sie auf dich schießen, dass du... Genau. Damit die Wildschweine wissen, der Affe kommt. Ja, haut gegen ins Fenster, ist auch scheiße. Das ist ja nicht so schlimm, sondern es bleibt oben. Kann man noch Unterlegscheiben hinten haben? Unterlegscheiben. Klack, klack. Die habe ich gekauft, die Scharniere. Ich glaube, ich habe was Gutes gekauft. Wir werden sehen, nach 10 Mal benutzen. Ja. Die waren nicht teuer. Ich habe natürlich gar nichts gemacht. Ich habe einmal gepupst. Gepupst. Wo sollen wir denn Unterlegscheiben haben überhaupt? Ist nur egal. Ich kenne mich hier schon gar nicht mehr aus. Ich bin so selten hier. Ich habe irgendwie gar keine Zeit für irgendwas. Aber hier ist ja auch alles so wundervoll beschriftet. Scheiben. Aber hier nur so Monsterdinger. Mal 4. Nicht so viel Geld ausgeben. Ups, überall steht was rum. 4 Unterlegscheiben. So, also der aktuelle Zwischenstand. Ich hocke mich hier mal hin. Ich reiß mich ab. Das ist der Kackeeimer. Ob das der finale Kackeeimer wird, das wissen wir tatsächlich noch nicht, weil ja, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall diese Scharniere und die Scharniere sind grundsätzlich so konzipiert hier mit auch so einer Gasfeder, so einer kleinen oder irgendwie so ein Gummielement wahrscheinlich drin. Wenn man das aufklappt, dann bleibt es halt auch stehen. Das heißt, wir haben halt nicht das Problem beim Aufmachen, dass es wieder zugeht. Das war mir halt wichtig, damit man hier halt entspannt und so auch den Eimer rausnehmen könnte, wenn man es denn könnte und wollen würde. Gott sei Dank gehört das, glaube ich, nicht zu meinen Aufgaben. Ja, des Weiteren haben wir dann hier das Loch gebohrt für den Urinschlauch. Ne, der sitzt ja dann hinterher hier mit in dem Trenneinsatz drin und wird sich vermutlich, so ist zumindest der Plan, jetzt dann hier mit hochziehen. Dann noch ein bisschen mehr Schlauch dran lassen, damit er halt quasi so bleibt. In dieser Form, damit man den Eimer dann auch bequem rausnehmen könnte. So ist zumindest der jetzige Plan. Hier noch ein kleines Behältnis für die Streugeschichte, die dort mit rankommt. Jo, das
ist jetzt gerade aktuell das, was hier der Florian und ich so erstellt haben. Genau. So, hier ist eine Schraubi. Schüssel und Kackbrille sind jetzt drauf. Voll krass. Oh, ist das schön. Problem bei Florian ist, er ist so dick, da steht immer vor der Kamera. Aber wir machen das gleich nochmal richtig. Wie? Ich wollte das jetzt mal zeigen hier. Ist das geil, Leute. Passt. Hammer. Und ich finde, es sieht richtig gut aus, tatsächlich. So, jetzt warte, bevor du das... Du musst ja jetzt erstmal andere Seile aufklappen. Ja, mach ich doch. So. Fürs große Geschäft. Das schließt und so auch schön. Für die kleinen Leute von uns. Wenn keiner reinplumpst. So, dann machen wir das noch runter. Der große Vorteil ist, wenn du Pipi musst, musst du dir nicht den Kackhaufen angucken, wenn das Ding unten ist, das Kinderding. Ja, guck mal nochmal ja, auf. Ja, aber... Guck mal. Ja, nein, nicht das ja, auf. Ja, schon also. Klar. Aber wenn du da drauf sitzt mit deinem dicken Arsch... Ja, dann kann ich da nicht reinkacken. Aber wenn ich pullern will, reicht's ja auch. Schön im besoffenen Arsch, Alter, hier so einen Haufen draufgesetzt. Ey. Hält. What? Da ist jetzt das Problem, dass der zu viel aufträgt. Aber das wäre ja nicht das Thema. Wir können ja da unten nochmal eine Latte zwischen machen und es einfach nochmal versetzen. Dann passt es. Richtig? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ja. Wir machen einfach da nochmal eine Latte drauf und holen die Scharniere ein Stück weiter hierher und versetzen die nochmal ein Stück. Nee, das dann geht nicht. Du aufklappen dann. Nee, das geht nicht. Warum? Weil du dann den Schenkel hier hinter verlängerst. Und in dem Moment, wo du so weiter reingehst in den Raum mit dem Scharnier, ja, hast du hinten mehr Holz, aber du hast hier zwischen den Scharnierteilen immer den gleichen Abstand. Das heißt, wenn du hochklappen willst, kannst du noch nicht mal mehr zur Hälfte klappen. Wieso, wenn du das kürzt? Dann hast du hinten so eine Lücke. Du kannst doch was drauf machen, ist doch egal. Naja. Meine Sinnhaftigkeit ist immer schwierig zu verstehen. Ja, ich habe das schon verstanden, aber dann hast du da einen noch größeren Spaß. Aber ja, man muss sich schon ein bisschen drehen. Ne? Also zunehmen darfst du beim Campen nicht? Zunehmen beim Campen? Ist eh nichts zu essen beim Campen. Das ist ein Spinner. Wie gut, dass das hier kein Radwinkel hat. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es schön. Also der Deckel ist schön, sieht gut aus. Ja, dann gib mir noch mal zwei Schrauben, dann mache ich die anderen. Da wollte gar nichts machen. Nee, nicht die 35er. Nee, wo muss ich das?